sind heute beim Race 1000 Half-Mile-Rennen in Neu-Hardenberg bei Berlin. Neben mir ist mal wieder Eugen am Start. Hi. Bis zu 880 PS. Heute in dem Video geht es rein um Eugens Integra. Wir machen mal einmal so ein Event-Video von seinem Auto. Auto ist abgestimmt. Läuft. Fertig, auf Prüfstand. Läuft. Du bist vom Prüfstand gar nicht gefahren, außer zurück. Vom Prüfstand nicht mehr, nein. Und nach dem Prüfstand nicht mehr. Hast dann einfach nur ein paar Vorbereitungen für das Event jetzt gemacht? Ja, Aerodynamik und alles, was so notwendig ist für die Strecke hier. Ja. Ich sehe auf jeden Fall einen dezenten Diffusor hinten. Den hatte ich schon letztes Jahr gebaut und der soll einfach nur den Hintern vom Integra ein bisschen stabil halten, weil er doch relativ leicht ist hinten auf der Achse und dann kann es passieren bei hohen Geschwindigkeiten, dass er so ein bisschen anfängt nach hinten links und rechts zu schlingern. Und mit dem Diffusor habe ich eigentlich ein sicheres Gefühl, das funktioniert sehr gut. Nochmal für alle, die das Race 1000 nicht kennen, hier wird eine halbe Meile, knapp über 800 Meter mit stehendem Start gefahren und es zählt wirklich nur die Geschwindigkeit im Ziel. So, also es werden keine Duelle gefahren, gar nichts, es geht wirklich um die Geschwindigkeit. So, es ist auf jeden Fall jede Menge Leistung hier. Wir werden euch bestimmt die eine oder andere geile Situation zeigen können. Jetzt nochmal kurz zu deinem Auto. Wie ist der Plan für heute? Worauf kommt es an? Was hast du vor? Schaltgänge reinbekommen. Das ist eigentlich mein... Du bist sehr, sehr nervös. Mir zittern die Knie und ich habe einfach kein Gefühl so richtig in der Hand und in den Füßen. Und da kann schon eine ganze Menge schief gehen. Es gab schon mal Fälle, dass ich an der Startlinie den Gang einfach nicht reingelegt habe. Ne? Vollgas gedrückt habe, der Drehzahlbegrenzer war voll aktiviert, aber ich bin einfach nicht losgefahren. Ich hoffe, das passiert mir heute nicht, aber ja, man ist halt sehr, sehr nervös an der Startlinie. Das heißt, Ziel Nummer 1, an dir selber arbeiten, dass alles funktioniert. Nervosität, abschalten, genau. Ziel Nummer 2, ich vermute, unser Grieche Dimi wird auch wieder mit am Start sein. Der ist die ganze Zeit dabei. Wieder mit Frappé? Hoffentlich immer noch angezogen. Das nächste Punkt ist nämlich, heute geht es natürlich, der wird sich von Lok zu Lok immer wieder die Abstimmung angucken. Ja. Die machen die Abstimmung ja eigentlich immer. Ja. Aber sein Ziel für heute wird wahrscheinlich sein, an der Traktion zu arbeiten. Ja, wir müssen gucken, wie die Luft hier ist, wie die Beschichtung hier ist und mal gucken, ob die Räder genauso stabil halten wie auf der Teststrecke. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, also es gibt heute jede Menge Action. Ich drücke dir Daumen, dass alles gut geht. Dankeschön. Was warst du letztes Mal gefahren? 287 Spitze. 287, echte Karma nach 800 Metern mit Frontantrieb. Muss man sich immer so vor Augen führen. Ja, ich würde sagen, die ersten Autos fahren, wir bereiten mal alles vor. Wir fahren mit unserem Golf. Dazu gibt es aber in dieser Folge leider keine Infos. Ich drücke dir auch die Daumen. Danke. Und du musst uns am Laufenden halten, was so passiert. Ja, ich auch so. Leider beim Event öfter so, dass man nicht einfach flüssig durchfahren kann, sondern passiert halt immer mal was. Ist ein bisschen Öl auf der Strecke, muss erstmal gereinigt werden. Somit ist erstmal warten angesagt. Ne? Und das ist wahrscheinlich für den Puls eher kontraproduktiv. Ja, gerade sogar mitbekommen, dass es mein Kumpel ist, ja. Der ein bisschen was verloren hat, auch mit dem Honda Integra Turbo. Ja, hoffen wir, dass da alles gut ist. Ne? Die Daumen. Erster Lauf, was war los? Ja, eigentlich richtig gut gelaufen. Erstes, zweiter, dritter Gang ging richtig schön rein. Also schon mal einen Gang reinbekommen und richtig schnell gewesen. Allerdings ist irgendwann im vierten Gang bei mir eine Fehlerlampe angegangen. Irgendeine Sicherheitsfunktion vom Benzindruck, Benzindrucksensor. Und das haben wir jetzt ein bisschen optimiert und machen gleich anschließend wieder einen zweiten Lauf. Geht schnell. Oh.
was war los? Hab mich vom ersten in den zweiten Gang verschaltet. Konnte den Gang einfach nicht reinbekommen. Irgendwas falsch gemacht mit Pedalerie und so weiter, weil wenn ich auf das Kupplungspedal drauf trete, dann aktiviert er erst den Begrenzer. Vielleicht irgendwie beim Schalten irgendwas schief gelaufen. Okay, aber sonst, bis auf das Verschalten, alles gut? Danach eigentlich schön, aber es war jetzt, glaube ich, eine 259er Zeit. Ein bisschen enttäuschend, aber wir versuchen das jetzt in den Griff zu bekommen. Oder ich versuche mich in den Griff zu bekommen, dass ich den Gang wieder reinbekomme. Ich probiere es gleich nochmal. Okay. Danke. Das war Tag nach dem Race 1000. Wie ihr gesehen habt gestern, haben wir so ziemlich alles versemmelt, was man versemmeln konnte. Ja, ich konnte keinen einzigen Lauf absolvieren. Ich konnte keinen einzigen Lauf von vorne bis hinten durchziehen. Ich hatte massive Schaltprobleme. Und ja, die größte Befürchtung, die ich im Grunde genommen hatte, ist genau in dem Moment eingetreten. Getriebe ist, fürchte ich, jetzt verschlissen oder kaputt. So richtig toller Tag gestern. Ich denke einfach mal, dass die Schaltprobleme, die ich in meinem Fahrzeug hatte, kamen diesmal nicht durch meine Nervosität, kamen nicht durch meine Fähigkeiten, sondern ich glaube, das war tatsächlich ein Fehler in der Elektrik. Normalerweise ist es so, dass wenn ich schalte, dann halte ich meinen Fuß auf dem Gaspedal komplett durchgetreten, bis zum Anschlag. Und wenn ich kupple, wird ein Sensor aktiviert, der die Drehzahl begrenzt auf eine ganz bestimmte Drehzahl, dass ich in dem nächsten Gang, wenn ich schalte, dass die genau zu dem nächsten Gang passt. Das heißt, wenn ich bis 9.500 Umdrehungen durchziehe, trete dann die Kupplung, wird die Drehzahl dann zum Beispiel bei 7.000, 7.500 Umdrehungen gehalten, damit der Gang wunderbar in den nächsten Gang reinflutscht. Wenn das allerdings nicht funktioniert, dann kennt ihr das sicherlich selber. Vielleicht habt ihr schon mal selber versucht, mal bei Vollgas einfach mal den nächsten Gang zu schalten, ohne Gas loszulassen. Dann geht die Drehzahl natürlich sofort nach oben. Bei einem serienmäßigen Fahrzeug geht das relativ schnell in den Drehzahlbegrenzer. Bei einem Auto, was 500 oder mehr PS hat, geht das natürlich noch wesentlich schneller und noch wesentlich kräftiger dann in Richtung Begrenzer. Und dann ist die Geschwindigkeit von dem nächsten Gang natürlich so hoch, dass du den Gang einfach nicht mehr reinbekommst. Und wenn du das krampfhaft versuchst, trotzdem reinzudrücken, dann kann es natürlich passieren, dass die Synchronringe und auch die Gangräder und die ganzen Zähne richtig anabbekommen. Ich habe die Läufe dann komplett abgebrochen und habe gesagt, okay, bevor ich jetzt das teure Getriebe, was da drin steckt, das ist jetzt natürlich kein originales Honda-Getriebe mehr, sondern die ganzen Zahnräder sind verstärkt. Bevor ich da auch einen sehr, sehr teuren Schaden erleide, breche ich lieber ab, kontrolliere das Getriebe, behebe das Problem mit der kompletten Elektrik und probiere es dann noch einmal. Ja, mein Ziel ist jetzt versuchen, mit den Teilen, die ich noch irgendwo in Kisten versteckt habe, das Getriebe zu restaurieren. Wenn es klappt, wäre es super. Dann probiere ich am nächsten Wochenende nochmal beim TTT dabei zu sein. Danach habe ich 3 Wochen Urlaub, dann ist erstmal egal. Aber jetzt ist erstmal mein Ziel, Getriebe instand setzen. Und ja, das möchte ich euch heute mal zeigen, wie das Ganze so geht. Ja, dann fange ich einfach mal an, dieses Getriebe auszubauen. Tröpfelt. Hab eigentlich das Öl vorher abgelassen. Egal wie sehr man schüttelt, der letzte Tropfen geht immer in die Hose. Das ist die Ölablassschraube. Ich weiß nicht, wie man das sieht. Aber da ist ein Igel dran. Der. Das heißt, ein paar Späne sind im Getriebe auf jeden Fall drin. Ob das damit zusammenhängt, dass ich mich verschaltet habe? Man weiß. Hallo?
zum Ausbau. 1:11. Ja, geht, ne? Schon mal schneller geschafft. Ich denke mal, so 45 Minuten ist durchaus möglich. Aber muss ja nicht, ne? Dann kannst du auch ganz in Ruhe machen. Jetzt gucke ich euch, wie ich das Getriebe zerlege. Und wir gucken uns gemeinsam die ganzen Schäden an. Hoffentlich gibt es keine. So, das Getriebe ist jetzt aufgebockt. Jetzt wollen wir das mal auseinandernehmen. Will ich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch wollt, aber ich will. Deckel ab. Oh mein Gott. Man sieht nichts. Ist aber meistens so bei Getrieben. So, jetzt muss ich als allererstes mal meinen tiefsten Respekt aussprechen, dass dieser verrückte Typ hier wirklich direkt nach dem Event sein Getriebe rausreißt. Da gibt es auch nicht mehr viele, die das heutzutage noch so bringen. Aber selbst auf dem Rückweg vom Event, wir waren natürlich alle nicht mehr ganz so gut gelaunt, weil war halt ein Event, was an allen Stellen nicht so geklappt hat, wie es eigentlich klappen sollte. Hat Eugen wirklich gesagt, sobald er wieder hier ist, baut er direkt Getriebe aus. Ich wollte noch am selben Tag das Ganze machen, aber das ging dann doch nicht mehr. Und dann, jetzt kommt der zweite Punkt. Hatte ich noch vorgeschlagen, lass doch eine Kamera aufstellen. Ich dachte eigentlich, dass Eugen nur so ein kleines Zeitraffer vorbereitet mit dieser Kamera beim Getriebeausbau. Als René und ich uns dann gerade das Material angeguckt haben, mussten wir beide uns auf jeden Fall ein bisschen amüsieren, weil auf jeden Fall auch das hast du toll gemeistert. Danke. Nein, war wirklich cool anzugucken. Ich denke, ihr glaubt das Gleiche, weil ihr habt es ja auch gerade gesehen. Jetzt dachte ich aber, nachdem das alles so cool war, müssen wir euch auf jeden Fall noch einmal kurz das Getriebe zeigen, wo es eigentlich drum geht. Weil das wird jetzt natürlich die Leute auch interessieren, weil 880 PS Frontantrieb sieht man halt auch nicht jeden Tag. Bevor ich es erkläre, sag doch mal einmal kurz was zu diesem Getriebe. A, wir fangen mal damit an, ist das das Getriebe, was ursprünglich in dem Honda drin war? Nein. Oder ganz was anderes? Die Glocke und das Gehäuse ist komplett original Honda. Mhm. Die Schaltgabeln, Schaltdinger, sind ebenfalls noch original Honda. Mhm. Aber der Rest eigentlich nicht mehr. Okay, aber das eigentliche Gehäuse ist schon so. Das ist original Honda, komplett unbearbeitet. Hier sehen wir auf jeden Fall schon mal Punkt 1. Differential, hier. Nicht mehr original. Nein, das ist eine Quaif-Sperre. Verwende ich eigentlich schon immer und schon immer drin. Torsendifferenzial, Funksperre. Keine Probleme, ne? Du wirst es wissen, ja. Für mich Quaif, fertig. Nee, ist ein Torsendifferenzial, habe ich in meinem Audi auch so drin. Funktioniert gut. Ja. Solange nicht ein Rad in der Luft ist. Wenn ein Rad in der Luft ist, sperrt das nämlich leider gar nicht mehr. Torsenprinzip braucht immer Druck auf der Zahnradpaarung. Für mich war wichtig, wenn das linke Rad durchdreht, dann soll das rechte ebenfalls mit durchdrehen. Und das funktioniert mit dieser Sperre sehr, sehr gut. Mhm. Vor dieser Sperre konnte ich wirklich die ganze Viertelmeile mit einem Rad runterfahren und hatte nur eine Wolke hinter mir, aber nur eine Seite hat gedreht. Ja, solange das so ungefähr links, rechts passt, geht das. Wenn du das Auto mal zum Beispiel auf der rechten Seite auf Eis stellen würdest, ist es tatsächlich so, dass das rechte Rad durchdreht und das linke gar nichts mehr macht. Ich werde es testen. Habe ich wirklich in meiner Limo schon getestet, weil ich wollte es auch nicht glauben. Ist aber tatsächlich so. So, ne? Bei Audi, bei Honda funktioniert das alles viel besser. Andere, du kannst auch gerne mal auf der Bühne Motor laufen lassen, ja, und ein Rad festhalten. Ja, dann kannst du es festhalten. Das müsste ja eigentlich mit einer Sperre, die immer sperrt, auch nicht gehen. Da geht's aber. Ja, das ist Fakt, das weiß ich. Auf, genau, auf der Bühne. Das ist halt dieses Torsendifferenzial-Prinzip. Egal. Ja. So, cool ist auf jeden Fall schon mal, dass wir die Möglichkeit haben, hier reinzugucken. Erste bis fünfte Gang, inklusive Welle, alles anders. Ja, ist ein komplettes Albins-Getriebe. Und, Albins ist wahrscheinlich jetzt für den meisten Europäer nicht ganz so bekannt. Ja, kommt aus Australien und ist ein verstärktes Getriebe und das erste und einzige Getriebe, was ich so kenne bei einem Honda, was erstens 5 Gänge hat und zweitens hält. Mhm. Alles andere wäre ein gradverzahntes Getriebe, mhm, und meistens in Amerika nur mit 4 Gängen und den 5. Gang. Hier zwischen verwenden sie immer eine Brücke. Und das ist tatsächlich erst ein 5-Gang, leicht schräg verzahnt, ich glaube halb schräg verzahnt heißt das Ding. Das führt dazu, dass die Lager, die da oben sind, einfach nicht kaputt gehen. Bei einem grad verzahnten Getriebe hatte ich immer arge Probleme mit diesem Lager hier, weil es die welche Axialkräfte ab kann, aber nicht
wie heißt denn der andere? Radial. Radialkräfte kann es nicht, ja. Genau. Okay, Elbens, australischer Hersteller. Hm. Ich persönlich muss sagen, er sieht auch noch so von, das hat ja auch schon ein paar Kilometer runter, ne? Ja, so. Das benutze ich schon auch schon bestimmt 8 Jahre, 9 Jahre mit Sicherheit. Sieht erstaunlich gut aus. Also meine Getriebe sehen immer schlechter aus. So was hier so Zahnradflanken und so weiter angeht. Ne? Was wir gerade nicht gesagt haben, dieses Getriebe ist noch ganz normal synchronisiert. Mhm. Also das ist kein Dockgetriebe, sondern wir haben hier genauso Synchronringe und eine Schaltmuffe. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch das Teil, was jetzt hier in Mitleidenschaft geraten wurde. Also sowohl die Muffe als auch die Gänge selber. Komischerweise sehen die Synchronringe alle gut aus. Die sind in keinster Weise verschlissen. Aber die ganzen Zähne, wenn man sich jetzt vom Gang die Zähne mal anschaut, das sind hier die Dockringe vom 3., 4. Gang zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber da sind die Zähne schon ziemlich beschädigt, ein bisschen rund. Und jetzt muss ich einmal nachfragen, hast du die jetzt schon getauscht und das wieder, oder sind das jetzt alte? Das sind alte und ich habe daraus jetzt ein paar beste einfach noch rausgesucht. Wenn man sowas bestellt bei Albins, dann dauert das natürlich ein bisschen länger und ja, kostet auch ein bisschen was. Und deswegen habe ich jetzt aus dem Material, was ich da habe, das Beste rausgesucht. Dazu muss ich jetzt einmal kurz zwischenerklären. Viele kennen, weil wir viele VW Audi-Fans haben, ja. Dort sind diese, so wie du sie nennst, Dockzähne, immer ein festes Teil mit den Zahnrädern. Ist bei Honda genauso. Original. Original ist es bei Honda genau. Genau. Du kannst jetzt aber zum Glück diesen Dockring einfach auf deinem Zahnrad ersetzen. Nur bei dem 3. und 4. Gang kann ich den Dockring abnehmen. Ja. Ist das richtig gepresst oder steckt das nur drauf? Das steckt nur drauf. Steckt nur drauf. Ja. Okay, das ist natürlich praktisch. Ne? Hat sogar ein bisschen Spiel, soll aber auch. Mhm. Das hier ist die Fläche, wo der Synchronring läuft. Ja. Und hier sieht man jetzt halt, da das waren alles mal Zähne. Betonung liegt auf Waren, weil die sind jetzt alle nicht mehr so, wie sie aussehen sollen. Ne? Okay. Krass. Ja, okay, das heißt, du bist der Meinung, da die Unterbrechung nicht so funktioniert, wie sie sollte, hast du mit Gewalt reingedrückt und die Synchronisierung übersprungen und einfach Gang rein. Die Frage ist, mit Gewalt, du merkst es ja nicht, ne? Du hörst es erstens nicht. Im Normalfall, wenn du dich verschaltest, dann hörst du ein leichtes Kratzen der Gänge. Bei so einer Drehzahl, bei so einem starken Auto und so einem lauten Auspuff, hörst du einfach nicht, dass es kratzt. Das hörst du erst dann, wenn die Drehzahl gerade abgefallen ist. Und dann hörst du, okay, das war jetzt das Kratzen. Und weißt im nächsten Moment, okay, dann ist das Getriebe kaputt. Ich habe es im 2. Gang probiert. Im 3. und 4. Gang, das sieht man leider im Video dann nicht mehr, weil ich vergessen habe, die Kamera einzuschalten. Dann habe ich den 3. Gang probiert. Da hat die Fehlzündung ebenfalls nicht funktioniert. Dann habe ich den 4. Gang probiert. Ebenfalls nicht funktioniert und dann wusste ich, okay, 2., 3., 4. sind definitiv kaputt. Den 5. schalte ich lieber nicht, weil den habe ich jetzt erst ganz, ganz frisch und ganz neu drin seit einer Woche. Dann schalte ich da lieber nicht. Mhm. Und als ich das Getriebe komplett zerlegt habe, habe ich auch gesehen, dass der 2., 3. und 4. wirklich kaputt ist. Hier sieht man es auch ganz gut. Unterschied, gebrauchter 4. Gang, komplett eigentlich gar kein Zahn mehr da. Ne? Und hier am 5. Gang sieht das ja tatsächlich noch schön frisch aus. Ja. Der gebrauchte Zahn, der nicht mehr da ist, ist der beste Gang, den ich rausgesucht habe und der bleibt jetzt drin. Ja. Okay. Deswegen, du hast es jetzt ein paar Mal hintereinander gesagt. Mach mir ein bisschen Mut, bitte. Vielleicht guckt ja von Elbins einer zu, der noch zufälligerweise im 3., 4. Gang liegen hat und den mal kurz rüberschicken kann. Ja, Express bitte. Aus Australien nach Hannover. Okay, ja, das können wir nicht ändern. Das heißt, du willst unbedingt jetzt wieder Auto zusammen haben, damit nächste halbe Meile Versuch am Wochenende TTT. So ist der Plan, dass ich dieses Wochenende auf jeden Fall teilnehmen kann. Das heißt, heute versuche ich die Nebenwelle noch instand zu setzen. Die Hauptwelle habe ich bereits fertig, so dachte ich zumindest. Und da mache ich noch den 2. Gang heute. Wie du siehst, habe ich ein paar Ersatzteile von alten Getrieben noch da. Sowohl hier auf der rechten Seite wie auf der linken. Und den besten 2. Gang habe ich bereits rausgesucht. Der lacht hier gerade. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall, diese Welle mache ich heute. Mhm. Sind 3., 4. gleich, nur umgedreht? Ja, sind identisch nur umgedreht. Was auf jeden Fall wieder cool zu sehen ist, 1., 2., 3., 4., 5., 6. wird immer kleiner, die Synchronisierung. Die ist ja hier mit Abstand noch am größten. Okay, ja, du hast auf jeden Fall noch ein bisschen was vor dir. Ja. Weiter auf Thema Getriebe wollen wir jetzt nicht eingehen. Ich denke, das Video war schon
voller Inhalt und cool, so wie es war. Das heißt, mit ganz viel Glück sehen wir uns beim TTT wieder. Wenn das schaltet, ja. Das heißt, du machst vorher diesmal noch einen Test oder? Wo? Ich habe keine Teststrecke gerade da. Auf der Bühne. Auf der Bühne vielleicht, mit Fehlzündung noch dazu, ja, damit das schön knallt in der Halle. Hat der Abschirmer schon was gesagt? Hat er eine Idee, woran das vielleicht lag? Nein, noch nicht. Kam aber noch nicht dazu. Also er hat nicht so viel Zeit wie ich. Kann er denn sehen, ob es aktiviert war? Also ja. Ob in dem Moment er in die Schaltunterbrechung gegangen ist? Mit Sicherheit. Ich habe ihm heute Morgen die Datalogs das rübergeschickt. Er sagte mir auch schon, dass er die ganze Woche eigentlich auf anderen Rennen unterwegs sein wird. Aber er wird alles dafür tun, dass ich am Samstag ihn an meiner Seite habe. Ja. Sehr gut. Ja, ich finde, ist richtig cooles Video geworden. René findet das genauso? Definitiv, ja. Du kennst es noch gar nicht? Nee. So viel aber zum Thema Honda Getriebe. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim TTT. Hoffentlich. Ciao. Ciao.